Hallo, heute filme ich mal nicht aus meinem Garten. Heute sind wir zu Besuch beim Hortus Herrenbergensis. Das ist ein Riesengelände. Das ist hier in der Nähe vom Freibad in Herrenberg. Das ist eine Freizeitanlage. Ja, ein Kletterspielplatz mitten im Hortus. Auch noch mal Bäume. Das ist schon eine riesige Fläche, die hier von ein paar Leuten gepflegt wird. Ja, und da gehen wir jetzt heute mal hin und schauen uns an, was die so gemacht haben. Wir haben hier in Herrenberg die Idee gehabt, dass wir einen Dreizonengarten anlegen, nach Markus Gastel. Der Dreizonengarten teilt sich auf in drei verschiedene Zonen. In der Nutzzone, die sehen wir hier vorne, in dem Bereich. Dann die sogenannten Pufferzonen, die haben wir da drüben auf den Hegelhügel angelegt. Da haben wir, wo Bäume, Sträucher gepflanzt werden. Und eine sogenannte Hotspotzone oder auch Magerzone. Die sieht oft so aus wie ein Garten des Grauens, den man auch im Vorgarten findet. Allerdings haben wir den Unterschied, dass wir in dem Schotter einen ganz großen Feinanteil an Material drin haben. Keine Nährstoffe, aber feine Sande und Schnitten dergleichen. Und da können dann Pflanzen groß werden, die keine Nährstoffe brauchen. Die locken dann wieder entsprechende Insekten an, die diese Pflanzen brauchen als Wirtspflanze, als Imago, als Schmetterling oder aber als Raupe und die dann da dieses Bereich nutzen. Ein, kann man gleich sehen, liegt hinter dem Bereich. Und ein zweiter liegt unten am Parkplatz, da wo die Häuschen stehen. Und der dritte wird hinten gemacht. Wir haben also drei verschiedene Hotspot-Zonen. Unser Unterschied zu dem Garten von Markus Gastel zu anderen Horten ist, dass wir sehr breit gestreut sind. Wir haben also verschiedene große Flächen. Allerdings haben wir auch den Vorteil, wir liegen direkt an der Renaturierungssoße von dem Eichbachtal da unten im Gut Leuthaus. Und dieses Tal ist halt wieder aufgewertet worden mit einer Renaturierung, mehr an unser Flusslauf. Und wir können von daher profitieren von den Insekten, die sich zwischen den verschiedenen Zonen austauschen. Das Prinzip des Hortusgartens liegt eben groß und wert darauf, dass wir einmal nutzen können als Ertragszone, um Gemüse und Obst anzubauen. Allerdings mit der Natur, das heißt, wir benutzen keine künstliche Dünger, wir benutzen keine Gifte oder dergleichen. Wir versuchen das anzupflanzen, was in den Garten hineinpasst, was möglich einheimisch ist. Wir haben auch schon mal ein Jahr gehabt, wo wir historische Obst- und Gemüsesorten angepflanzt haben. Und dann gibt es eine Pufferzone, wo wir die einheimischen Sträucher und Bäume gepflanzt haben im Herbst. 60 Löcher haben wir gebuddelt oder mehr eigentlich. Die haben wir dann gepflanzt im November, Dezember, wo es schon ziemlich spät war. Konnten nicht gießen, weil das Wasser schon abgestellt war zum Gießen und waren auf die Natur angewiesen. Und bis auf zwei, drei Sträucher sind alle angegangen. Von daher sind wir da richtig happy, dass das geklappt hat. Und wir im nächsten Jahr nochmal pflanzen. Ich würde einfach mal eine Führung machen. Die Ertragszone kann sich, glaube ich, jeder ansehen nachher selber und die Damen fragen, was sie so gepflanzt haben. Da bin ich nicht so firm. Die Nicole kann das auch machen. Die kann auch bestimmen, was wo wächst. Die ist auch sehr firm. Die hat auch schönen großen privaten Garten. Ich würde dann mal vorne hier rumgehen durch den kleinen Hain, den wir hier vorne haben. Ein Hortus. So, den Hortusgarten haben wir von der Stadt Herrenberg zur Verfügung gestellt bekommen. Also wir haben das Gelände bekommen. Wir haben ein Projekt aufgesetzt mit 100.000 Euro Budget. Wobei davon 70.000 waren, was wir an 60.000, die wir an Arbeitsstunden reinbringen wollen. Letztes Jahr haben wir für 20.000 Euro Arbeitsstunden geleistet, um den Hortus aufzubauen. Wir kriegen 30.000 Euro Budget von der Stadt, um entsprechende Pflanzen und Sträucher zu kaufen oder andere Materialien, die wir brauchen, um den Hortus anzulegen. Und wir haben eine großzügige Spende bekommen letztes Jahr von der Volksbank hier in Herrenberg. Die haben uns zum Beispiel geholfen, die Bäume und Sträucher zu kaufen. Wir werben also auch um Spenden, um das Ganze zu machen. Der Hortus ist normalerweise auch so, dass wir versuchen, mit der Natur zu arbeiten. Das heißt, wir nehmen Materialien aus der Natur heraus, die wir überhaben,
Baumschnitt, Bäume, die gefällt. Wir müssen mal so abgängig sind dergleichen. Wir fragen bei der Stadt nach, ihr fällt ein Baum, können wir den Baum haben? Und dann entstehen so Dinge halt wie hier dieser Naturzorn aus Stecken. Den hat hauptsächlich eine Dame von uns gemacht in diesem Vorjahr. Das ist so recht toll geworden. Eine andere Dame hat in den letzten zwei Jahren in der Ertragszone nur die klassischen Steine gelegt. Und das mit knapp unter 70. Das ist schon eine stolze Leistung gewesen. Aber sie sagt zum Beispiel, so der Horst und auch diese Gemeinschaft, die wir haben in der Gruppe, es macht unheimlich viel Spaß. Sie ist Witwe und hat da praktisch einen neuen Lebensinhalt gefunden. Und von daher ist sie recht häufig viel dabei. Hi, guten Morgen, grüß dich. So, wir haben, um das zu erklären, was wir machen, haben wir jetzt so Tafeln drucken lassen. Die sehen wir hier zum Beispiel. Das ist der Daniel Jakumait, der hat mit dem Markus Gastel die Tafeln entwickelt und beschreibt eben, was die verschiedenen Naturmodule sind, wofür die da sind, was sie bewirken oder wie man sie auch aufbaut. Hier vorne zum Beispiel haben wir eine Steinpyramide. Steinpyramiden sind das Ding von diesem Markus Gastel, dem Erfinder dieses Drei-Zonen-Gartens, weil sich einmal Insekten drin verkriechen können. Die Insekten brauchen eine gewisse Temperatur. Und wenn wir gerade im letzten Jahr zum Beispiel einen starken Insektenfund haben, lag es nicht nur an den Ackergiften oder den Landwirten, die die Natur ausräumen, wie oft behauptet wird, sondern es liegt auch daran, dass einfach die Temperaturen nicht gestimmt haben. Wir haben ganz oft sehr warme Frühjahre gehabt und dann konnte ich auf meiner Wiese zum Beispiel beobachten, waren die Schmetterlinge schon da. Man hat den Schachbrettfalter gesehen und dann kommt auch immer ein Temperatursturz. Und Insekten, das ist erforscht worden, haben einen ganz engen Temperaturbereich, in dem sie sich wohlfühlen. Sowohl als Imago, also als Schmetterling zu leben, aber auch als Raupe oder als Ei. Und wenn diese Bereiche nicht eingehalten werden, dann stirbt die Generation. Und wenn eine Generation stirbt, dann kann man sich vorstellen, was passiert. Dann fehlt nämlich die nächste Generation. Und das ist das Schlimme daran, dass wir dem entgegenwirken müssen. Wir haben halt den Klimawandel, wir haben einen großen Verbrauch an Landschaft durch Neubauten, durch private Nutzung. Durch sogenannte Gärten des Grauens, so bezeichne ich sie immer. Und von daher sollte jeder versuchen, in seinem Garten so viel wie möglich Natur reinzulassen. Und so ein recht einfaches Prinzip wäre einfach Wildheit zulassen. Wirklich unaufgeräumte Ecken. In den Brennnesseln, das weiß fast jedes Kind mittlerweile, da wachsen Schmetterlinge. Ja, man kann also, indem man bestimmte Dinge lassen, kann man wirklich Tiere pflanzen. Schmetterlinge pflanzen, Insekten pflanzen. Und es funktioniert. Also ich habe in meinem Garten einen alten Ast. So groß ist der von der Pappel, die mal gefällt werden musste, weil das ein Tennisverein gestört hat. Den habe ich einen Meter tief im Boden eingelassen, der steht senkrecht hoch. Was macht die schwarze Holzbiene nach zwei Jahren? Sie geht da rein. Und die schwarze Holzbiene ist so eine große schwarze Biene, die kann innerhalb von einer Stunde auch in so ein tiefes Loch in den Stamm reinbohren. Und die macht dann Gänge da rein und legt da ihre Eier rein. Und es macht richtig Spaß, diese Tiere zu beobachten, wie sie das annehmen und wirklich sagen, okay, ich habe da eine Möglichkeit zu leben. Und wenn wir das mehr machen würden in allen unseren Privatgärten, dann haben wir fast so eine große Fläche wie das gesamte Waldgebiet in Deutschland. Also ich sage immer, Eigentum verpflichtet, das steht im Grundgesetz an zweiter oder dritter Stelle. Das heißt, wenn wir ein Eigentum haben, dann sollten wir eigenes Eigentum nutzen und wirklich der Natur was zurückgeben. Wir nutzen die Natur hier überall. Wir wollen uns ernähren, ja? Wir wollen wohnen, also Häuser haben, wir wollen sie warm haben und wir wollen uns bewegen, von daher brauchen wir Straßen. Das sind alles Dinge, die wir als Grundbedürfnis heutzutage anerkennen, aber da müssen wir was zurückgeben. Das sind eben solche Gärten, wenn wir die haben, damit können wir das praktisch bewirken. Dieser Pflaumenhain, so nennt man hier, den haben wir auch von der Familie Hube übernommen. Die hat ca. 100 Jahre eine Familie dieser Tragzone gepflegt und gemacht. Auch ohne Gifte, das waren wir richtig froh drüber, und ohne Dünger. Allerdings, wo wir den Boden jetzt übernommen haben, war der Boden sehr, sehr trocken und mager. Da war also kaum Nährstoffe drin, kaum eine Humusschicht drin. Das kann sein, weil der Garten ein Jahr lang brach lag. Und hier drum wurde ja alles aufgewühlt für die Freizeitanlage. Ich glaube, bis auf dieses Rasenstück hier vorne ist alles neu, mindestens einmal mal der Bagger drüber gegangen. Von daher brauchen wir wieder Zeit, um das aufzubauen. Von daher einen Komposthaufen anlegen. Oder wenn man solche Totholz-Ecken hat und die nach 2 Jahren umbräucht, ist unten so eine Humusschicht. Ja, und die Humusschicht kann man im Boden einarbeiten oder auf dem Boden eigentlich nur oben drauf tragen. Dass der Humus in den Boden reingeht, das machen die Bodenorganismen ganz von alleine. Da muss man gar nicht anstrengen. Und es gibt Leute, die gehen her und arbeiten ihren Garten nur mit Kompost oder mit einer guten Gartenerde, die sie selbst erstellt haben, indem sie oberflächlich auftragen und dann gehen sie gar nicht rein. Wenn man sieht, dass Kartoffeln in einem Heusilo wachsen können, kann man sehen, dass es einigermaßen funktioniert, wenn man den Natur Platz lässt. Der Nachteil ist, dass ich auch ganz offen von einem Hortus, wir brauchen viel Gelände,
Wenn sich alle so ernähren würden in Deutschland, wird es auch nicht funktionieren. Okay? Von daher brauchen wir die Landwirte. Wir brauchen auch, dass die ihre Äcker bewirtschaften. Und es funktioniert nicht. Aber muss es sein, dass wirklich 90% aller Erdbeeren und 90% aller Spargelvorkommen in Deutschland mittlerweile unter Folie angebaut werden? Das Bodenlebewesen darunter ist tot. Ja? Also vielleicht weniger Spargel und später Spargel essen. Und mittlerweile gehen die Bauern hier, müssen den Spargel einebnen, weil die Leute sagen, der ist zu teuer geworden. So, gehen wir mal kurz hier durch. Wir können eine Runde machen um den Hotspot. Allerdings, der Hotspot hat ein paar lockere Steine. Also bei jedem Tritt darauf achten, nicht, dass man den Spät abgibt. Und wenn man abgibt, über die Schulter abkugeln. Okay? Die Kinder können das vormachen. Gut. Du sollst vormachen, wie man über die Schulter abkugelt. So, wer kennt das hier? Minze. Keine Minze. Das habt ihr alle schon mal gegessen, glaube ich. Ist das nicht Dost? Ja. Nee, Dost. Dost. Majoran. Majoran. Mögt ihr Pizza? Ja? Kinder mögen Pizza. Ich auch gerne. Das kommt auf Pizza drauf, als Gewürz. Ich habe normal Oregano auf der Pizza. Ja, Dost ist Oregano. Majoran, sagt er. Majoran, Oregano, das ist alles ganz nah verwandt. Ah, okay. Okay. Also ich habe die bei mir im Vorgarten, das ist fast die einzige Pflanze, die noch wächst, weil ich mähe den Rasen nicht mehr. Und jetzt so im späten Sommer, da sind nur die Schmetterlinge und die Bienen dran. Also das ist auch eine sehr wichtige Nährpflanze für die Insekten. Genau. Das kann man essen, genau, richtig. Schmeckt das? Also das hier schmeckt besser. Das schmeckt besser. Ja, ich habe früher auch mal gerne Liebesperlen gegessen. So ist das doch zu Hause. Ja, der Papa hat auch einen tollen Garten mit der Mama gebaut, ne? Ja. Ja. Okay, gut, gehen wir weiter. Eher nur der Papa. Ach, eher nur der Papa. Ja, aber ich habe gehört, die Mama weiß, was wächst. Der Papa weiß das nicht so. Die Mama macht die Ertragszone und der Papa den Naturgarten. Ja. Und die Ahnung hat die Mama. Ja, genau. So, das ist die sogenannte Hotspot-Zone. Wir können vielleicht einen Weg so durchlaufen, dann machen wir nicht zu viel kaputt. Wenn man jetzt hier sieht, da liegt oben drauf eine Schotter, aber sobald man den bewegt, ist da drunter ein Feinmaterial. Und das mehr brauchen die Pflanzen nicht, die hier wachsen. Wir haben bei der Firma Thüringer einheimisches Saatgut gekauft, das für solche Magelzonen Sinn macht. Und im ersten Jahr war es sehr schlimm, weil es war absolut trocken, es hat nicht geregnet, wo wir eingesät hatten. Und dann sah es im ersten Jahr dann auch entsprechend schlimm aus. Aber jetzt sind wir im dritten Jahr und mittlerweile kommen die Pflanzen selber. Und da unten zum Beispiel, da wollen wir nur einzelne Stauden reinsetzen, das haben wir schon gemacht bei dem Hotspot. Und den Rest mal gucken, was so kommt. Also einfach durch Wildaussaat gucken, was wächst und wie es wächst. Und ich kann die Pflanzen nicht alle bestimmen, ich weiß nur, dass die Pflanzen hier richtig sind. Aber ich weiß nicht, hier im ja. Die ist nicht noch Kraut. Die ist bei mir eingegangen im Garten. Das liebe ich als Kraut in der Küche. Und hier weiß ich jetzt, wo ich welches finde. Ja. In Maßen, in Maßen. Nein, da brauche ich nur 3, 4 so Plätzchen, weißt du? Da brauche ich ganz viel. Okay. Das merkst du gar nicht. Okay, gut. Okay. Naja, also bestimmen kann ich zumindest mal die Karde, das Johanniskraut. Genau, Stockrose. Oder Malve, ne? Malve, ja, genau. Wiesenknopfkraut oder Pimpernelle. Genau. Sieht man den schönen kleinen Blätter. Das ist die Karde. Karde. Wobei es 2 Karden gibt. Ne? Es gibt eine normale Karde und die Weberkarde. Ich glaube, wir haben nur die normale Karde. Oh ja, hier ist eine Schneckenhochzeit. Weiter habe ich schon öfters gesehen. Da vorne. 3 Stück. Ja, und auch die Karde vom letzten Jahr schaut immer noch dekorativ aus. Ich weiß nicht, ob es alle wissen, die Schnecken sind Zwitter. Und wenn die zur Hochzeit haben, ich weiß nicht, wie die das machen, zu dritt jetzt. Normalerweise schicken die sich 2 Kalkpfeile gegenseitig rein, die müssen sich anbohren, damit sie verbunden sind. Und richtig, genau. Das muss da einfach zum Beispiel zu Hause, muss ich mal aufpassen, dass ich morgens rauslaufe, wenn es regnet hat, ob da Schnecken sind. Genau. Ja, finde ich echt cool. So.
wie gesagt, diese Steine können wackeln. Schalt an, muss da müssen wir das Technik-Umwelt-Grün-Team aus Sternberg loben. Die haben die Steine gesetzt. Das ist ein Teil der Ausgleichsmaßnahme für die Freizeitgelände, dass sie uns die Steine gesetzt haben. Den Schotter, der hier drauf ist, haben wir von Steinwerke Böttinger in Herrenberg bekommen. Die haben uns die gespendet. Zumindest die erste Spende durften wir annehmen, die zweite Spende durften wir nicht annehmen. Aus politischen Gründen, würde ich sagen. Wegen mehr sage ich jetzt nicht. Streit um den Steinbruch gerade. Heike grinst. Wegen dem Streit um den Steinbruch. Ja, genau. Ja. Ja. Genau. Ja, ihr seht hier das Totholz, das wir reingelegt haben. Wie gesagt, wir sammeln immer irgendwelches Totholz in Herrenberg. Und wenn wir was finden, dann fragen wir, ob wir was mitnehmen dürfen. Wir hatten früher mal mehr, aber da drüben gibt es da Grillstellen. Und leider gibt es da immer wieder Leute, die dann das Holz sich holen und es vergrillen. Und dann wissen sie nicht, dass da eine Erzwespe drin ist. Dann kommst du mal bei mir vorbei. Wir haben genügend Totholz im Wald. Ja, gerne. Ja. Ja. Oder liegen lassen. Im Wald ist Totholz auch wichtig. Ja, da haben wir genügend. Ja, genau. Also das ist zum Beispiel nicht angesehen hier, den Lavendel, den habe ich gepflanzt. Ist auch nicht einheimisch, aber Insektennahrung. Das hier ist Wegwarte oder auch Zikorie. Die meisten kennen es als Chicorée. Ja, Chicorée ist die gleiche Pflanze, die wird dann nur abgeschnitten im Herbst. Und dann wird sie in Sandeimer gesetzt, meistens in Holland. Und dann steht da Chicorée draus. Die Wegwarte ist ganz toll zu beobachten im Winter, denn dann kommt der Zeisig und da, wer ist der bunte, rote? Weiß ich gerade nicht. Und dann sitzen meistens ein Pärchen dran und ernten ihn regelmäßig ab. Und wenn wir mehrere haben, reicht es eine Weile für die Tiere. Achso, wollte ich mir sagen, es gibt zwei Karden, einmal die normale Karde und die Weberkarde. Die Karde wurde früher benutzt, um Wolle aufzuziehen und dass die Wolle glatt wurde. Kardätschen, genau richtig. Und habt ihr das Mimbonelle mit ausgezogen? Die war bestimmt drin. Wir gehen hier durch. Hier vorne müssen wir ein bisschen auf Atem, das werde ich erstmal niedertreten. Das sind Brennnessel. Aber. Ja, du willst den Weg, vielleicht kann man auf dem anderen Berg kaputt. Ja, wir können zurücklaufen. Okay, und wo gehst du hin, darüber? Ich gehe darüber, da hinten, wo die Lücke ist. Okay. Wollt ihr rüberlaufen oder zurücklaufen lieber? Ja, ist offiziell nicht genehmigt, weil die Wolle müssen zertifiziert sein, dass sie keine Bakterien enthält. Aber wir haben das Gemüse damit gemacht, wir gleichen mir Essen auf. Und ich glaube, keiner wird krank. Okay. Genau, richtig. Jeden Boden ist Bakterien. Also von daher sind das absolut. Ja, weil Kotbakterien dran sein können. Aber sonst ist es Pflanzenfresser, ne? Das ist Pflanzenfresser, kein Tierfresser. Also kein Fleischfresser. Ja, aber in jedem Boden sind Bakterien. Und ohne Bakterien würde das nicht ganz funktionieren. Also ich weiß nicht, was das für eine eigene Regelung sein könnte. Okay, das sind bestimmte. Genau. Okay. Gut. Hast du gesehen, ne? Dein Tisch wird zu lang. Große Führung ist da. Wir wollen nur dich. Wir wollen nur mich. Ich kann das nicht zurückkehren, dass da hin hat. Wo sollt ihr herkommen? Fangen wir hier an mit den Leuten. Ganz viele? Ja, soll hier vorne hinkommen. Okay. Jetzt haben wir den hier die andere Führung rein. So. Da ist ja den Kohlweißling, der fliegt. Jetzt haben wir den am Kohl. Da ganz viele Raupen von dem Kohlweißling. Und dann haben wir den Kohlweißling nicht, den Kohl nicht gegessen, weil wir lieber Kohlweißling-Schmetterlinge hatten. Und früher am Dill waren ganz viele Schwalbenschwanzraupen, aber genau einen Tag, weil oben drüber war das Meisennest und die hatten auch Hunger. Was machst du gegen Erdflöhe? Bei mir ist alles zerfressen. Ich habe nur noch Matschepampe. Ja? Ja.
Weiß ich nicht. Habe ich das Problem nicht. Ja. Kreuzblütler, also ja. Rucola. Hallo. Ich wäre jetzt da. Ja, genau. Wir haben schon eine Führung gerade angefangen. Ja. Ich erkläre dann der Gruppe am Ende nochmal der Tagszone, das Konzept. Ich würde einfach jetzt rumgehen und sagen, was wir hier gemacht haben. Wir fangen gerade mit dem Käferkeller an. Und ich gucke mal, Schwimm, dass ich Ihnen sagen kann, also 20 Minuten. 20 Minuten? Ja. Okay. Schneller sprechen. Ja. Okay, ich spreche sowieso schon schnell, zu schnell. Und schluck meine Worte runter. Kurz nach 12 müsste ich weiter. Ja, 5 Minuten vorher Bescheid geben vielleicht. Ja, ja, okay, wir machen das. Okay, gut. 5 Minuten rum oder num. Ja, okay, gut. Also, hallo zusammen. Das ist der Hort des Herrn Mergensis. Das ist ein Drei-Zonen-Garten nach Markus Gastel, wo wir drei Zonen haben. Eine Ertragszone, wo wir Gemüse und Obst anbauen. Wir haben eine sogenannte Hotspot-Zone, die kann man da vorne jetzt gerade nicht sehen, weil sie grün ist. Aber da hinten sehen Sie eine. Das sieht aus wie so ein Garten des Grauens. Eine Schotterfläche, wo der Schotter aufgeschüttet ist, allerdings mit einem Nullanteil. Das heißt, wir haben den Boden nicht abgemagert, sodass grobe Steine drin sind, sondern eine Drainageschicht und obendrauf ist eine 15 cm hohe Schicht mit Nullanteil, das heißt staubförmiges Steinmehl. So, und da gehen nur bestimmte Pflanzen rein, die Magerboden brauchen und auf fettem Boden gar nicht wachsen würden. Weil auf dem fetten Boden würden sie, wie hier vom Gras überwuchert würden, hätten keine Chance. Wenn man diese Pflanzen dann auf der Zone hat, können entsprechend Insekten kommen und sich an diesen Pflanzen ernähren, können ihren Lebenszyklus leben, können Eier ablegen, ihre Raupen können sich ernähren und dergleichen. Und teilweise sind das recht komplizierte Dinge. Wenn die nicht alles zusammenstimmen und der Zyklus unterbrochen wird, dann stirbt das Tier. Es gibt eine Raupe zum Beispiel, die braucht Kräuter zum Leben. Dann braucht sie eine Kiefer in der Nähe, um sich zu verpuppen. Und der Schmetterling braucht dann wieder Pflanzen, die im Nektar geben. Das heißt, es sind drei verschiedene Pflanzen involviert in den Zyklus eines Tiers. Und das ist das Schlimme meines Erachtens heutzutage. Wir wissen gar nicht mehr, wie Natur funktioniert. Wir sind es gewohnt, unser Gemüse zu kaufen, möglichst dann ohne Flecken und ohne Stiche, ohne Hagel, Schorf oder was auch immer. Aber wie die Natur funktioniert, wissen wir nicht mehr. Uns geht das Wissen vorbei. Und ich habe drüben ein Buch liegen, das heißt von Ed McKippen, das Ende der Evolution. Wir leben in einem Zeitalter, wo wir durch unser Dasein und unser Lebensstil wirklich Natur vernichten, unbewusst. Und es ist okay, jeder braucht einen Lebensraum, jeder braucht Nahrung, jeder will sich fortbewegen, alles in Ordnung. Aber wir müssen trotzdem versuchen, der Natur was zurückzugeben. Und wenn man einen Garten hat, Eigentum hat, dann sollte man diesen Garten nutzen und der Natur doch Raum geben, Rückzugsraum, Oasen des Lebens, sagt einer aus unserer Gruppe. Und in diesen Lebensoasen können die Tiere überleben. Und ich habe vorhin schon mal erwähnt, wenn wir ganz heiße Frühjahre haben, dann kommen ganz früh die Schmetterlinge und dann kommt die kalte Phase und dann stirbt die Generation aus. Okay. Einige Schmetterlinge haben zwei Generationen, einige haben nur eine Generation pro Jahr. Und wenn wir das nicht schaffen, unseren Eigentum und Eigentum verpflichtet, ganz klar, das Eigentum der Natur zur Verfügung zu stellen, schädigen wir die Natur, anstatt ihr helfen zu können. Und von daher, lasst Unordnung in eurem Garten zu. Totals, in meinem Garten, privaten Garten, habe ich seit 86 kein Holz rausgefahren. Es ist nicht hier gelandet, aber bei mir auf der Streuobstwiese. Ich nutze jedes Hämmchen, alles was ich habe, entweder als Kompost oder als Totholzhecke oder stapel die Äste auf. Ich sage immer, je stacheliger, desto mehr Zaunkönig. Ich sammle es von hohen Haufen, weder regelmäßig ist es das Rotkehlchen und der Zaunkönig. Ja? Die brauchen die bodennahen Strukturen. Wir haben hohen Katzendruck, 10 Katzen, keine von uns. Die gehen in unseren Garten rein. Aber da schaffen sie es zu überleben, weil die Tiere reingehen und die Katzen kommen nicht hinein. Und der Marder, den wir im Garten haben, der wohnt auch bei uns, der kommt auch nicht rein. Ja? Also es funktioniert, wenn man die Natur machen lässt, und mit der Natur arbeiten, das machen wir auch in der Ertragszone da drüben, dann können wir der Natur eine Chance geben und letztendlich geben wir uns damit eine Chance oder unseren Kindern. Gut, gehen wir vorne hin, hier ist ein sogenanntes Naturmodul. Der Markus Gastel hat Naturmodule empfohlen, die dazu da sind, damit Tiere überleben können. Das ist ein sogenannter Käferkeller. Da haben wir also Totholz aus der Umgebung von Herrenberg gesammelt. Teilweise noch als Heilestämme, teilweise schon angemodert. Die angemoderten haben wir reingetan. Das geht ein Kubikmeter tief. Ein Meter mal ein Meter tief. Hab sie ausgegraben und dann die Stämme rein? Und dann so die Stämme senkrecht reingestellt. Weil es gibt bestimmte Holzbienen und Insekten, die gehen nur senkrechtes Holz rein.
Ja? Wenn ich eine Brombeerrute habe und die abstirbt und die liegt waagerecht, geht keiner Sekt dran. Nehmen Sie mal eine Brombeerrute, schneiden Sie ab und hängen Sie senkrecht an den Zaun dran. In einem Jahr ist die Rute ausgehöhlt. Da hat ein Tier sich den Mark rausgeholt und andere Tiere haben drin genistet. Das sind Wildbienen. Und die Wildbienen brauchen wir. Ja? Und das sind so Dinge, die wir einfach leicht machen können. Sehen Sie zum Beispiel, haben wir nicht angepflanzt. Der ist so gekommen. Ja? Da vorne wächst so ein Lunder. Das heißt, auch da, wenn man so ein bisschen Wild halt zulässt, kommt Natur. Und das ist eine Schwarzerle. Eine Schwarzerle kann da gut wachsen. Ja? Das Problem haben wir haben ja einen Gitterzaun drumherum machen müssen. Da vorne gibt es Grillstellen und ich schätze mal, dass mindestens schon 2 Kubikmeter von unserem Holz, das wir hergeschleppt haben, vergrillt worden ist. Ja, also das sollte man nicht denken. Man soll es nicht denken, aber es ist halt so. Von daher haben wir jetzt Gitter drum gemacht, sieht nicht schön aus, aber... Und wie Leute einfach weggeholt. Ja, und wenn man an die Polizei holt, dann sagt die Polizei, ja, wenn das Holz hier rumliegt, kann man das ja auch holen. Das wäre eine Einstellung. Ein Ast war zum letzten Jahr da, da war eine Erzwespe drin. Das ist so eine kleine, gelb gestreiftes Tier. Das macht nichts anderes, als das Holz anzuklopfen mit dem Legedorn. Klopft an und da, selbst wo kein Loch ist, fängt die Wespe an, in das Holz reinzubohren. Und was genau darunter ist, die Larve einer Wildbiene. Und da sticht die Wildbiene an, legt ihr Ei rein und dann kann die weiterleben. Wahnsinn. Okay. Wir haben hier sogenannte Mini-Tipps aufgestellt, Tafeln. Wir verkaufen noch das Heft zum Selbstkostenpreis. Das sind Mini-Tipps von dem Daniel Jakumals, die erklären, warum wir sowas machen können. Und was jeder in seinem eigenen Garten oder auf dem Balkon auch machen kann. Okay? Und erste Regel ist, nicht aufräumen. Oder wenig. Okay? Es wird schwierig, ja genau. Die Mutter oder der Mann oder die Nachbarin. Genau, richtig. Willst du was sagen? Was willst du denn sagen? Wenn die raufen, noch einmal aufbauen, dann gehen sie rein. Aber wenn die dann wieder raufen, werden die ein Wunderschöner. Ja, er erzählt gerade eine Geschichte vom sogenannten Wiesenknopfbläuling. Wenn man einen Wiesenknopf hat, ist so eine braune Pflanze, die in den Wiesen steht, wenn die feucht ist. Da ist ein Schmetterling drauf spezialisiert. Der braucht diesen Wiesenknopf, das ist so ein Zyklus. Der braucht den Wiesenknopf und legt sein Ei dran. Ein Ei pro Knopf. So, dann kommt die Raupe raus, frisst den Kopf von innen aus. Wenn es dann schön dick und fett ist und schön madig ist, dann lässt die Raupe sich runterfallen, legt sich auf den Rücken und sagt, ich bin eine Ameisenpuppe. Ja? Dann gibt es eine Wiesenameise, die rote Wiesenameise. Wenn die dann an der Wiese drin ist, dann holt die sich diese Puppe und sagt, oh, wir haben ein Ei verloren, trägt die Puppe in den Ameisenbau rein. Und da geht es ihr richtig gut, sie wird gefüttert. Und wenn sie mal Hunger hat, dann geht sie auch mal an die Puppen von den Ameisen und frisst die auf. Und dann verpuppt sie sich, dann wird sie wirklich so eine feste Puppe, ist im Ameisenbau drin. Und irgendwann schlüpft der Schmetterling, der Bläuling. Und der hat dann 15 Minuten Zeit, rauszukrabbeln und dann das Schmetterling wegzufliegen. Wie macht die Raupe das? Die macht den Geruch der Ameise nach. Und so treffen, dass die Ameisen denken, ist unser eigenes Tier. Ja? Das sind wieder so typische Beispiele. Wir brauchen den Wiesenknopf, wir brauchen die Wiese, die nicht so häufig gemäht wird. Wir brauchen den Ameisenhügel, der erhalten bleibt. Und brauchen dahinter die Pflanze, wo die sich davon ernährt. Weil ernähren tut sich dieser Schmetterling meistens dann von der Skabiose. Also 3 verschiedene Pflanzen. Gut. Gehen wir hier weiter rum. So, wir gucken alle mal in die Richtung da drüben. Da sehen wir so Schotterhaufen. Das wird der dritte Hotspot. Wir suchen noch Männer, die helfen, diesen Schotterhaufen einzuebnen. Das ist so flach wie da hinten. Es muss nicht ganz eben sein, dürfen Hügel drin sein. Aber es ist ungefähr einen halben Tag Arbeit mit Hacke und Schaufel den Dach zu ziehen. Dann haben wir 3 verschiedene Hotspots an 3 verschiedenen Stellen. Und was ich vorhin erklärt habe, auch mit dem Garten ist, wir verschiedene Bereiche haben. Der eine liegt höher, der andere ein bisschen mehr windgeschützt, der andere mehr im Schatten. Das heißt, die Generationen der Insekten entwickeln sich auch unterschiedlich. Und wenn Insekten unterschiedlich rauskommen als Schmetterling oder als Raupe, dann hat die ganze Generation mehr eine Chance zu überleben, okay? Weil wir eben eine Klimaerwärmung haben. Und Insekten haben einen sehr engen Bereich, in dem sie nur leben können.
ganz engen Bereich, wo die Raupen überleben können oder die Eier, die sie gelegt haben. Nur dann funktioniert es. Oder auch der Schmetterling, dass die entsprechende Pflanze zu dem Zeit blüht, wenn der Schmetterling schlüpft. Wenn die Pflanze nicht da ist, kann der Schmetterling sich nicht ernähren. Und ein gutes Beispiel ist zum Beispiel der Apfel. Warum gibt es in Sizilien keinen Apfel? Da gibt es Zitronen. Der Apfel braucht Frost. Hat die Blüte im Winter keinen Frost bekommen, gibt es keine Äpfel. Ja? Und das wird uns vielleicht auch blühen, dass wir demnächst jetzt Zitronen anbauen müssen, wenn es hier zu heiß wird, dass wir keine Äpfel mehr haben. Ja? Also das sind alles so mit Mechanismen, die man nicht weiß. Und ich habe die auch erst in den letzten Jahren gelernt, aber von daher ist es wichtig, lasst der Natur Raum in eurem Lebensbereich, damit die Natur sich da etablieren kann oder wieder etablieren kann. So, das hier vorne, die Bäume, das ist der Streuobstwiese von den Schulen. Die nutzen wir zum Mähen. Wir mähen mit der Sense oder mit dem Balkenmäher. Warum mit der Sense und Balkenmäher? Wir schneiden das Gras in einer Ebene ab. Oft sieht man, dass die Leute mit dem Mulchmäher drüber gehen. Mulchmäher töten bis zu 98% aller Insekten, die in der Wiese sind. Ja? Das ist Schluss, das ist vorbei. Ja? Wenn wir das Gras abmähen mit dem Balkenmäher, der Sichel, erwischen wir auch ein paar Tiere. Ich erwische auf meiner Wiese regelmäßig die Blindschleichen. Aber die anderen Tiere haben eine Chance zu überleben. Ja? Hier lagen übrigens zwei schöne große Totholzriegel von meinen Söhnen aufgebaut. Alle vergrillt worden. Norbert? Ja. Das Totholz und die Dachziegel drin liegen, die sind auch für die Wildbienen angelegt worden. Die untere Wasserbehörde hat es abgelehnt, eine Brücke bauen zu lassen. Und die Naturschutzbehörde auch. Und jetzt ist halt entstanden, dass die Leute sich selber einen Weg bauen. Anfangs haben wir es wieder rausgenommen, aber wir lassen es mittlerweile, das bringt nichts. Ja, aber das ist doch ist nicht von euch angelegt, nee, hier, den Rahmenfahrt. Das ist hier. Die Abkürzung. Ja, da ist eine und da vorne ist eine. Ja, genau, richtig. Ja. Ja. So, gehen wir weiter. Ja. Entschuldigung. Ja, sehr gut. Das kriegen wir ja gar nicht hin. Ah ja, weil das ist ja. Ja, okay. Weil da oben ist doch auch noch so viel. Stimmt, das ist ein halber Tag. Aber das ist ja noch weiß. Hunger habe ich ja so kein. Lass dir das Schild noch hier stehen. Bitte? Das Schild, wo lasst du das noch? Das Alu-Divond? Bei der Firma Jele. Jele? In Böblingen. Die hat schon für den Steuerstick uns die Schilder gemacht. Wir haben andere Angebote auch eingeholt, die waren zwar preiswerter, allerdings haben die sehr hohe Qualität. Und mit Anti-Graffiti-Spray, also das wirklich dann das Fahrzeug übernehmen. Jele Böblingen. Jele Böblingen, ja genau. Hier vorne war unsere Lagerfläche für die Dachziegel. Wir haben ein ganzes Dach abgedeckt, inklusive Steißbeinbruch von mir. Mit den Hohlziegeln, diese Strangziegel, die haben kleine runde Löcher drin. Und da gehen halt Wildbienen rein, hauptsächlich die sogenannte Mauerbiene. Allerdings gab es auch hier ziemlich Vandalismus und die sind zerdeppert worden. Und haben wir mit gerechnet, aber so viel haben wir auch nicht damit gedacht. Das hier ist die Wiese, Spielwiese von der Stadt angelegt. Man glaubt es nicht, aber wir müssen immer wieder den Leuten sagen, bringt keine Hunde mit. Hunde haben nichts zu versuchen, Hunde sollten nicht in die Rutschbahn rein. Hunde übertragen Krankheiten. Das ist ein ständiges Predigen, dass die Leute die Anlage vernünftig nutzen. Hier vorne haben wir, das ist unsere Initiative, haben wir als Gegenpol zu diesem Standardspielplatz einen Weidentipi gebaut. Den haben wir dieses Jahr angesetzt. Wir haben Weidenruten gekauft, die schon angekannt waren, haben die reingesteckt. Und nächstes Jahr werden die Weidenruten oben zusammengebunden. Und dann haben die Kinder da einen Schattenbereich, wo sie Tippi spielen können. Ja. Allerdings müssen wir momentan, wenn es heißt, ist diese Sache einmal am Tag gießen. Okay. Wir haben da vorne eine Wasserleitung bekommen, die ist für den Platz oben und unten. Und damit gießen wir das praktisch. Okay. So, jetzt gehen wir hier weiter. Man ganz schön die Trichterwinde. Die hat bei uns im Garten auch wenig Chancen, wird immer ausgerissen. Allerdings, habt ihr schon mal das Federgeißchen gesehen?
Das ist ein kleiner Nachtfalter, so groß ist der, hat ganz feine Querflügel und einen weißen Strich. Sitzt oft nachts bei, am Fenster und bei den Lampen. Das Federgeißchen, die Raupe, braucht genau diese Pflanze. Ich weiß nicht, was für einen ökologischen Sinn das Federgeißchen hat. Ich weiß, das ist der schönste Schmetterling, den wir überhaupt haben. Wer es mal gesehen hat, wenn die Flügel aufgefaltet sind, die haben ganz viele kleine Härchen, fast wie an eine Eule erinnernd. Und damit kann das Federgeißchen geräuschlos fliegen. Ja, hat also eine Chance, wenn es so fliegt. So, hier haben wir jetzt auf dem Bereich, in dem Bereich, da sind erst Reste abgelagert worden von der Stadt, angefangen Bäume zu pflanzen. Wenn wir hier gießen, das sind wie gesagt, wir haben glaube ich 4 Wochenende gebraucht, um Löcher vorzubuddeln. Mit einer Mannschaft von 6 Leuten. Und wenn wir einmal durchgießen momentan, brauchen wir 4,5 Stunden. Ja? Und das ist natürlich ein enorm hoher Aufwand. Von daher, wir sind wirklich bereit, wenn Leute mitmachen wollen im Hortus, egal zu welcher Tätigkeit, ihr könnt helfen und könnt der Natur was zurückgeben. Und ich sage immer auch, ich habe einen hohen CO2-Abdruck gemacht. Ich bin so oft nach USA rübergeflogen beruflich, dass ich mir mein Streuungswiesen mit dem Projekt hier vielleicht ein bisschen wieder gut machen kann. Und so kann dann auch jeder für sich entscheiden, okay, wo kann ich mitmachen und mir da was zurückgeben. Die Sträucher will ich jetzt nicht im Einzelnen erklären, aber ich will sagen, die Sträucher sind alles einheimische Sträucher. Kein Kirschlorbeer. Kirschlorbeer oder Thuja sind bei mir im Garten rausgeflogen. Ja, das ist sogenanntes ökologisches Plastik für mich. Die haben außer die Kirschen und die Blüten, die sie am Frühjahr haben, keinerlei Sinn. Ja, Vögel nisten ab und zu im Kirschlorbeer. Aber wenn er heiß wird, die Dämpfe, die der abgibt, sind auch nicht gut für die Vögel, die da drin sitzen. Okay? Wir haben noch die Eibe. Eibe ist giftig, da haben wir Kinder, geht nicht. Kirschlorbeeren, die Kirschen sind genauso giftig. Ja, die sehen einer Olive doch richtig schön ähnlich. Ja? Und die Eibe hat den Vorteil zum Beispiel, ich kann die Eibe, wenn sie mir mal zu breit wird, bis auf den Stamm zurückschneiden. Dann treibt die wieder aus. Tue ja einmal falsch geschnitten, kann ich rausreißen. Ja? Aber im Baumarkt, hier im Thunbaumarkt, da kann man mit den Leuten reden, bietet doch einheimische Sträucher an. Es ist minimal, was die anbieten. Alle mögen Zitronenfalter. Wenn ich Zitronenfalter haben will, muss ich was haben? Ein Faulbaum. Faulbaum wurde im Mittelalter Pulverholz genannt. Der wurde gerne verkohlt und aus dem Schwarz, aus der Kohle dieses wurde halt Schwarzpulver mit hergestellt. Ja? Aber der Zitronenfalter braucht ein Kreuzdorngewächs. Das ist entweder der Faulbaum oder der sogenannte Kreuzdorn. Den haben wir ja auch. Wir können mal hochlaufen. Ich glaube, da oben steht noch einer, den kann ich euch zeigen. Der Markus Burkhardt sagt ja immer, man sollte den Faulbaum Zitronenfalterbaum nennen, dann würden die Leute ihn lieber setzen. Ja, richtig. Aber den kriegt man im Baumarkt kaum. Den kann man nur bestellen beim Kienzle. Und auch wie gesagt, bestellen. Kienzle hat uns dafür Früchte der weibliche Eibe, die Säge könnte man verwenden in Betrieben. Ja, was? Aber man darf sich gar nicht durchschlucken. Aber Marmelade kann man draus machen, ja? Ja. Dann muss man Gelee machen, wahrscheinlich muss man schon abschieben. So, hier zum Beispiel. Das ist eine sogenannte Kornelkirsche. Wir haben in der Ertragszone noch eine Forsythie stehen. Forsythie, toller gelber Strauch im Frühjahr. Blüht ganz toll. Ist ein Hybridgewächs, wurde gezüchtet in England. Hat kein Nektar und hat keine Pollen. Ökologisch sinnvoll. Nee. Raupen gehen auch keine ran. Okay? Aber die Kornelkirsche blüht sogar früher als die Forsythie. Die frühen Insekten, Wildbienen, die Mauerbienen zum Beispiel, gehen dran, holen sich den Nektar. Bestimmte Nachtfalter auch. Okay? Und im Herbst, alle mögen Superfood, da kann man die Beeren von der Kornelkirsche essen. Wenn man das Gourmet-Dirndl, so heißt eine etwas feinere Sorte davon, isst, dann sind die auch nicht ganz so adstringierend, sind im Mund zusammen. Man kann es also durchaus essen. Man kann eine gute Marmelade davon machen. Ja? Von solchen Sträuchern haben wir Pflanzen. Wir werden noch Schilder dran machen, was da wächst in den nächsten Jahren, wenn die größer sind, dass man es auch erkennt. Zufällig kam ein Kindergarten vorbei. Die haben uns dann geholfen, hier diese Mispel und die Mispel einzupflanzen. Das ist sogenannte Mispillus germanicus, also nicht Mistel, sondern Mispel. Okay, ist der letzte blühende apfelartiger Strauch in Deutschland, einheimisch. Okay, meiner ist mittlerweile 30 Jahre alt im Garten, der ist richtig schön groß geworden, hat eine schöne große rosa Blüte, duftet ganz toll und die Beeren schmecken nicht so gut, die schmecken ein bisschen mehlig. Manche mögen sie, machen Marmelade draus. Wir lassen sie einfach hängen.
Im Dezember, Januar geht der Frost rüber. Und wenn sie so schön matschig runterfallen, dann ist der Garten voll mit Amseln. Ja, die Amseln stürzen sich darauf und das verdienen eine wertvolle Nahrung im Winter. Ja. Wenn der Frost drüber gegangen ist, sollen sie auch besser schmecken. Ja, richtig. Man kann sie auch pflücken und dann in eine Tiefkultur legen, aber man kann auch warten, bis die Natur zugreift. Gut. Ist das die Aronia? Nee, das ist eine Mistel. Das ist eine Mistel. Hier ist eine Frucht, hier vorne. Sieht apfelartig aus, genau. Ihr seht hier, da war ein schöner Raupen dran, ja, haben es genutzt. Aber im Baum hält das aus. Im Lüglen habe ich eine Wiese, da wächst Myrobalane, also wilde Pflaume. Die ist jetzt in den letzten 2 Jahren jedes Jahr von Raupen überwuchert worden. Eine ganze Gespinstreihe, hässlich, schlimm und wuselt nur so von Madenwürmern. Aber nach einer Weile verpuppen die sich, wenn sie nicht von den Meisen und dem Garnrotschwanz gefressen sind. Da kommen die Schmetterlinge und der Strauch, das trage ich zum zweiten Mal aus. Die einheimischen Sträucher verpacken sowas. Die muss man nicht spritzen. In meinem Garten habe ich seit 86 nicht mehr gespritzt. Die Apfelbäume sind fast läusefrei. Gut, jeder Apfel hat einen Wurm, aber die Äpfel kann ich trotzdem lagern, weil der Wurm bis zu dem Zeitpunkt raus ist und die Äpfel faulen komischerweise nicht. Sieht aus wie Hagebutten. Ja, wird aber viel größer. Ja. Der wächst noch. So, hier haben wir zum Beispiel einfach so Strukturen angelegt, einfach Zweige hingelegt. Mittlerweile, wenn es zugebuchert, dann wird es vielleicht weniger geklaut. Auch hier wird das Prinzip möglichst Holz stehen lagern und nicht querlegen. Aber die hier vorne liegen, die musst du auch wieder einsammeln letztens. Mhm. Ja. Gut, dann würde ich vorschlagen. Genau, Norbert, so die letzten 10 Minuten. Genau, dann gehen wir einmal rüber in die Ertragszone. Ja. Ja? Ja. Wir müssen noch warten, dass keine Fahrräder verbrechen. Jetzt kommen wir laufen quer. Ja. Mama, ich verkaufe mich.